Unser Alltag ist vollgepackt. Jeden Morgen früh raus, schnell einen Kaffee runterkippen, dann zur Arbeit oder in die Uni, lernen. Und dann gibt's ja auch noch das Privatleben. Einkaufen, Haushalt, putzen. Der Alltag ist ja schon randvoll. Das heißt, dass vor allem eins auf der Strecke bleibt. Wie finde ich da eigentlich noch Zeit für Sport? Neben Uni, Ausbildung, Job, Freunden und Haushalt bleiben Sport und ausreichend Bewegung oft auf der Strecke. Dabei macht Sport echt Spaß. Also mir zumindest. In der Schulzeit hat meine Sportlehrerin zu mir gesagt, ich sei so elegant wie ein schwangeres Mammut und damit habe ich mich irgendwie abgefunden. Schreibt uns doch mal unten in die Kommentare, ob ihr in der Schulzeit auch blöde Spitznamen bekommen habt. Dann können wir ja mal so ein kleines Battle machen, wer von uns es da am schwersten hatte. Als ich von zu Hause ausgezogen bin, kamen so viele neue Sachen von allen Seiten auf mich zu, dass ich echt keinen Kopf hatte, Sport zu machen. Mehr Bewegung und sportliche Aktivitäten lassen sich problemlos und günstig in den Alltag integrieren. So viel ist das nämlich gar nicht. Erwachsene sollen sich Pi mal Daumen 150 Minuten mit mittlerer Intensität bewegen, um gesund zu bleiben. Mittlere Intensität heißt dabei, dass ihr schneller atmet, aber dabei noch sprechen könnt. Also normales Radfahren, mit dem Hund Gassi gehen oder tanzen. Ja, und dann meinte er mir jetzt zu mir, dass ich das unterschreiben soll, aber ich wollte das nicht unterschreiben, weißt du, weil ich mir nicht sicher war. Außerdem sollte man 75 Minuten pro Woche Sport mit höherer Intensität treiben. Das bedeutet dann, dass ihr euch dabei nicht mehr wirklich unterhalten könnt. Wie beim Laufen, beim Fußball oder beim Schwimmen. Ja, da war ich doch letztens bei diesem Date. Das war so ein Schnösel bei diesem Date. Ich hab ihm mal mit das Wasser ins Gesicht gekippt. Und noch zweimal die Woche Muskeltraining wie Planks, Sit-Ups oder Squats. Da sagt doch mal einer, dass man das nicht zwischendurch machen kann. Ein bisschen mehr Sport und Bewegung in der Woche reichen also schon aus, um fit zu bleiben oder es zu werden. Ihr müsst ja nicht gleich einen Marathon laufen. Das stimmt, ein Marathon muss echt nicht gleich sein. Nachdem ich mein halbes Leben lang gedacht habe, ich sei einfach nicht für Sport gemacht, liebe Grüße an der Stelle nochmal an meine ehemalige Sportlehrerin, hatte ich vor ein paar Jahren dann doch irgendwann das Gefühl, dass ich vielleicht mal was für meinen Körper tun sollte. Dann bin ich zum Yoga gegangen und habe erstmal eine Probestunde gemacht. Solche Probestunden sind oft umsonst oder schon für ein paar Euro zu haben. Dann kann man sich in Ruhe überlegen, ob einem das wirklich gefällt und ob man das auch künftig weitermachen möchte. Nichts wie runter von der Couch und den inneren Schweinehund vor die Tür setzen. Den nennt man in der Psychologie im Übrigen Intentionsverhaltenslücke. Klingt im ersten Moment kompliziert, ist es aber gar nicht. Bedeutet eigentlich nur, dass man sich etwas vornimmt, zum Beispiel Sport zu machen, aber es am Ende dann doch nicht tut. Und diese Lücke zwischen Vornehmen und Machen muss irgendwie geschlossen werden. Ja, Jonas, du hast natürlich völlig recht. Wenn es darum geht, die Verhaltensintentionslücke zu überbrücken, brauchen wir bestimmte Ziele. Und da machen wir uns in der Regel die SMART-Regel oder die SMART-Kriterien zunutze, wobei für jeden Buchstaben bei dem Wort SMART ein bestimmtes Wort steht. Zum Beispiel das S steht für spezifisch. Das M beim Wort SMART steht für messbar und das A steht für attraktiv. Der Buchstabe R steht für realistisch. Der Buchstabe T im Wort SMART steht für terminiert. Wenn wir jetzt das Wort SMART auf unser Ziel mehr bewegen übertragen, würde es das Ganze bedeuten, ich möchte jeden Dienstag mit meiner Freundin um 18.30 Uhr eine Stunde joggen gehen, um 5 Kilo bis zum September abzunehmen. Natürlich kann es immer mal passieren, dass euren Plänen etwas in die Quere kommt. Ihr wollt Outdoor-Sport machen und plötzlich... Nee, das sieht mir nach Regen aus. Ich kann definitiv heute keinen Sport machen. Da erkälte ich mich ja am Ende. Seid also vorbereitet und sucht euch auch eine Alternative im Trockenen. Und wenn gar nichts geht, könnt ihr auch immer noch Sport zu Hause machen, zum Beispiel mit Videos, irgendwie Yoga oder Pilates oder auch einfach die Klassiker, Liegestützen, Kniebeugen und so weiter. Wenn ihr euch gut vorbereitet, könnt ihr Sport viel entspannter in euren Alltag einbauen. Schnappt euch eure Jacke und raus an die frische Luft. Man kann auch mal in der Mittagspause einen Spaziergang machen. Das macht den Kopf frei und könnte euch zum Beispiel zu der Stunde Bewegung helfen, die euch noch im wöchentlichen Pensum fehlt. Wenn ich einen langen Tag habe und es nicht mehr nach Hause schaffe, dann nehme ich meine Sportklamotten einfach direkt mit. Ihr könnt natürlich auch einen zweiten Satz Sportklamotten in der Arbeit oder in der Uni im Spind deponieren, denn sicher ist sicher. Jetzt müsst ihr nur noch die richtige Sportart für euch finden. Überlegt euch vorher, wie viel Zeit und Geld ihr investieren wollt. Ob ihr eher Teamplayer oder Einzelkämpfer seid und zu welcher Tageszeit das Ganze am besten funktioniert. Ja, wenn wir im Laufe des Tages einmal Sport treiben wollen, haben wir so bestimmte Hochs und Tiefs. Das kennen wir vielleicht auch von der Schule oder vom Studium. Wir können uns vormittags viel besser konzentrieren als zum Beispiel über den Mittag und am Nachmittag haben wir dann nochmal so ein Hoch. Und genauso ist es mit der körperlichen Leistungsfähigkeit. In der Regel verläuft die Kurve mit zwei Höhepunkten. Wir haben am Anfang
Anfang ein, zwischen 9 und 12 Uhr. Dann kommt so ein kleines Tief, wo wir so dieses Mittagstief haben, meistens nach dem Mittagessen. Und dann geht es nochmal so gegen 16, 17 Uhr geht es nochmal nach oben und da sind wir nochmal ordentlich leistungsfähig. Und genauso solltet ihr auch euer Training organisieren. Mein persönlicher Favorit ist ja das Fitnessstudio. Auch wenn es sich danach aussieht, gehe ich da 3 bis 4 Mal die Woche hin und wenn ich Zeit habe, sogar jeden Tag. Das mache ich, weil es mir viel Spaß macht. Aber das mache ich hauptsächlich, Freunde, weil es einfach die perfekte Zeit ist, ein bisschen abzuschalten. An meinen Fitnesszielen arbeiten, meine Ruhe haben und vor allem Lieblingsmusik hören. Das ist der Hauptgrund, warum ich trainieren gehe. Ein Fitnessstudio kostet allerdings Geld. Die Preise der großen Fitnessketten reichen durchschnittlich von 20 bis 85 Euro im Monat. Außerdem müsst ihr eine einmalige Anmeldegebühr einplanen und habt eine Mindestlaufzeit. Der finanzielle Druck kann zwar motivierend sein, wenn ihr allerdings nicht geht, dann schmeißt ihr viel Geld zum Fenster raus. Auch online und in App-Stores gibt es mittlerweile eine Menge Fitnessangebote und Videos zum Trainieren. Viele davon sind kostenlos und ihr trainiert einfach dann, wenn ihr Zeit habt. Also super flexibel. Ein Problem bei den Online-Angeboten? Auch wenn die Übungen im Detail erklärt werden, überprüft natürlich niemand, ob ihr diese richtig ausführt. Dann ist gut gemeint, eben nicht gut gemacht und das könnte sogar zu körperlichen Schäden führen. Vielleicht ist Unisport etwas für euch. Das schont auf jeden Fall den Geldbeutel. An vielen deutschen Unis nehmen Studierende kostenlos oder gegen kleine Gebühren an vielseitigen Sportkursen teil. Da gibt's also echt Ungewöhnliches für einen Spottpreis. Sowas wie brasilianisches Jiu-Jitsu, Capoeira Angola, Foodvolley oder Pole Dance Fitness. Kein Witz. Es gibt Unis, die das anbieten. Aber ihr müsst schnell sein. Die Kurse sind unfassbar schnell ausgebucht. Denn oft ist die Teilnehmerzahl begrenzt und die besonders beliebten Kurse entsprechend schnell belegt. Außerdem finden die Kurse immer zu einer bestimmten Zeit statt. Das heißt, ihr seid terminlich gebunden. Und dann gibt es noch den Sportverein. 2017 waren in Deutschland fast 24 Millionen Mitglieder in Sportvereinen angemeldet. Hier wird nicht allein trainiert. Die Auswahl reicht dabei von A wie Armdrücken bis Z wie Zumba. Außerdem sind Vereine oft sehr günstig. Die monatlichen durchschnittlichen Mitgliedsbeiträge liegen dabei bei Jugendlichen bei 7 bis 10 Euro und bei Erwachsenen bei 12 bis 17 Euro. Oft gibt es für Azubis und Studierende weitere Vergünstigungen. Doch wie beim Unisport seid ihr bei Vereinsmitgliedschaften zeitlich gebunden. Das kann aber auch zum Vorteil von denjenigen sein, die geregelte Wochenabläufe sowieso hilfreich finden. Wenn ihr aber auf Wettbewerb steht, ist das vielleicht genau das Richtige für euch. Außerdem hilft Gemeinschaftssport natürlich auch dabei, neue Kontakte zu knüpfen. Jetzt muss euer Fitnessverhalten nur noch zu einer regelmäßigen Gewohnheit werden. Dabei sind vor allem Ausdauer und Disziplin wichtig. Denn es dauert länger als 8 Wochen, bis das neue Verhalten zu eurem Alltag dazugehört. Wenn ihr eine körperliche Aktivität, zum Beispiel früh laufen gehen oder am Abend noch eine Runde mit dem Rad drehen, wenn ihr das zur Gewohnheit machen wollt, dann müsst ihr zwischen 6 und 8 Wochen es regelmäßig immer zur gleichen Uhrzeit tun. Also ihr müsst regelmäßig abends nochmal eine Runde Rad fahren oder früh morgens zum Sport gehen, dass sich quasi euer Verhalten mit dem Kontext, mit dem zeitlichen Punkt verknüpft. Das sind die Grundlagen des Lernens und nur so kann eure körperliche Aktivität zu einem Gewohnheitsverhalten werden, sodass ihr tatsächlich es auch vermissen würdet, wenn ihr an einem Tag mal nicht früh laufen geht oder wenn ihr an einem Tag mal abends nicht Radfahren geht. Mein Tipp, gebt nicht gleich auf, nur weil euch etwas auf Anhieb nicht gefällt. Nach meiner ersten Yogastunde war ich zum Beispiel auch richtig K.O. und ich war total froh, dass die zweite erst in der nächsten Woche war. Sport und ein stressiger, vollgepackter Alltag, das schließt sich nicht gegenseitig aus. Ganz im Gegenteil. Sport hilft euch dabei, mal auf andere Gedanken zu kommen und komplett abzuschalten. Schaut euch doch am besten mal euren Alltag an und guckt, wo ihr die ein oder andere Sporteinheit einbauen könnt. So, Freunde, das war's auch schon wieder mit unserer Sportfolge. Jetzt dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie oft macht ihr denn Sport? Seid ihr eher so die Einzelsportler oder die Teamsportler? Geht ihr ins Fitnessstudio, um Sport zu machen, oder seid ihr Vereinssportler? All das mal unten in die Kommentare schreiben. Und wenn wir euch mit der Folge weiterhelfen konnten, dann liked doch vielleicht das Video und abonniert den Kanal. Und schaut unbedingt auch mal unten in der Infobox vorbei, da gibt's nämlich ein weiteres cooles Funkformat. So, und ich gehe jetzt ins Fitnessstudio. Ja, ich gehe zum Yoga. Tschüss, ciao. Nein, 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 nein! Ah!